Also ich baue auf jeden Fall wieder mit den Beinen, weil die schienen ganz gut zu sein. Vor allem, als ich den Berg da hochgelaufen bin, die Beine haben echt ganz gut rasiert. Du hast die Beine rasiert, Junge. Die haben echt gut rasiert, Alter. Du bist so hin. Hallihallo Leute, wir starten jetzt nochmal kurz durch mit dem RoboCraft. Diese Jax hat schon so ein bisschen angefangen. Ich habe auch schon ein bisschen meinen Robot da angefangen zu bauen und dann hat es auf einmal gebuggt. Es war einfach schlimm. Okay. Aber ich denke mal, jetzt läuft's. Guck mal, nee, das scheint nicht geklappt zu haben. Jetzt guck ich mal. Platoon? Invite to Platoon. Das hat geklappt. Jetzt bist du auf Pending. User has invited you to Platoon. Jetzt musst du auf rechts daneben, jetzt steht ja bestimmt Pending da. Join Platoon. Genau, accepted, es ist gut, das passt. Ah, ja, okay. Jetzt hat das. Ja, ich muss mal gucken. Oh, sehr geil. Oh. Sehr geil. Ich habe jetzt irgendwie Robo 1, du hast Robo 2. Ich weiß nicht, ob, weil ich habe meinen ja jetzt eigentlich mit dem Namen Nachbar, bin ich jetzt. Alter, ich bin jetzt sehr ultra. Alter, bist du der Razor Bob, Alter. Und dann kannst du bestimmt nicht mal fahren. Doch, ich kann laufen, aber ich bin locker so ein ultra weak boy und werde direkt destroyed. Wie kann ich. Oh, ich bin so krass überrascht. So, hier. Ja. Wie er abgeht, Alter. Wie eine Packung C war, Alter. Ey, das sind nicht unsere Gegner, du Idiot. Ja, ich hab auch gar nicht drauf. Nee. Komm gleich. Du bist definitiv schneller als ich, aber ich brauch halt hier lang. Oh, geht das ab, Alter, geht das ab. Überlege dir das mal bitte. Und ich habe halt wirklich übel die Fire forward. Also, weil ich bin schon mit meinen 8 Waffen am Start. Ja, wie gesagt, ich bin ja nur ein ganz kleiner. Du hast diese Plasma-Kamera. Genau, damit kannst du halt relativ gut zielen. Oh, lol. Ich hab schon mal so viel gedrückt, Alter. Oh, Alter, wie der. Kommt einer. Oh, Alter, ich bin schon mal tot. Aber es macht einfach nur mega Fun, Alter. Ich muss echt zugeben, diese Laufbahn sind echt extrem krass. Ich werde mir gleich nochmal einbauen, vielleicht. Und los, ich mach mal die Victory, also wir haben gewonnen. Ja, sehr geil. Assist, ich hab 3 Assists und. Ja, okay. Schauen wir mal, dann können wir doch gleich noch mal irgendwas freischalten, vielleicht. Weil dann kommt, dann lass uns doch beide mal ganz gescheiten Roboter bauen und einfach mal schön. Genau, dann können wir jetzt, dann bauen wir jetzt einen geilen Roboter. Oh, das ist so geil, oder? Ja, das ist schon echt, also ich hab's noch echt nicht erwartet. Das ist echt relativ so gut. Ja, aber ich sag mal, ich bin halt nicht so der, also grundsätzlich wäre ich bestimmt auch so der Minecraft-Typ, so ist es gar nicht, so vom Bauen und so, dass du halt bauen kannst, was du möchtest. Aber ist ja immer so, also mit Autos möchte ich ja immer, hab ich immer gerne zu tun. Und ich dachte halt auch, irgendwie müssen wir was machen können und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, boah, das passt wie Arsch auf einmal halt mit dem Game. Und ich dachte mir, okay, das muss jetzt mal sein. Also ich muss sagen, den ersten Victory hat ganz gut von diesem coolen Kram bekommen. Ich hab auch direkt ein paar so neue Sachen unlocked, und zwar. Ich will jetzt nicht, dass du der weiße Special Zeug gekriegt, Alter. Dann hau ich aufs Maul. Ja, ich hab irgendwas unlocked. Ich hab auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier sehen kann. Ich hab auf jeden Fall ein bisschen mehr. Also du hast ja grün und blau. Oh, genau. Wie grün und blau? Na, grün und blau, das Zeug zum Bezahlen da. Okay, also ich hab. Ja, also ich hab gedacht, ich hätte was bekommen, aber irgendwie wird's mir hier noch nicht angezeigt. Also. Okay. Ich baue jetzt einfach mal nochmal einen neuen Robot. Ich weiß nicht, kann man irgendwie direkt einfach Robot 2 hier, zack. Okay, das ist hier so ein komisches. Ich habe meinen einfach mal direkt erased und dann war es das halt. Wie erased man, wenn ich so blöd? Mit der rechten Maustaste. Achso, ich dachte, man kann halt wirklich komplett einmal irgendwie einfacher erasen. Bestimmt, das werden jetzt die Abonnenten auch sagen, oh, ihr Idioten. Mein Gott. Kann man das so machen. Bauern da alles einzeln ab. Genau, oh, so eine Bimbo. Nee, das darf man nicht sagen. So, warte. Also ich baue auf jeden Fall wieder mit den Beinen, weil die schienen ganz gut zu sein. Vor allem, als ich den Berg da hochgelaufen bin, die Beine haben echt ganz gut rasiert. Du hast die Beine rasiert, Junge. Die haben echt gut rasiert, Alter. Du bist so hin. Ah, sehr geil. Also ich muss jetzt auch sagen, also ich sag jetzt nicht mehr hier von wegen, ja, kleines Fein, sondern Nee, also ich glaube auch, also ich hab da ja schon ganz gut gerasert. Man darf halt wirklich nicht zu kurz, weil man halt nicht alle Blocks hat, ne? Ja, verstehe. Bedenken. Aber ansonsten... Oh, ich glaube, dieses Spiel muss ich heute... Nein, ich kann es nicht kriegen. Okay, warum? Ja, weil es halt nur halt kein Handygame ist. Ja, wie gesagt, da musst du einfach anfangen. Kannst du sowas, kannst du auch sowas spielen? Oh nein! Oh, ich bin schon mit meinen Sachen durch! Ich hab schon zu viele Blocks gebaut! Alter, so viele Blocks. Ja, genau, da musst du echt aufpassen, da brauchst du echt schnell zu viele Blocks. Übel! Ich hätte jetzt gedacht, oh hier, weißt du was, ich baue einen U! Ja, okay, what the fuck? Du, die Sache ist die, what the fuck, ist gar nicht so verkehrt. Nein, ich meine, ich weiß nicht, wie du das jetzt meinst mit U. Nein, U! Also du kennst U!
Buchstabe. Klar, aber. Und dann baue ich seitlich oder nach oben, keine Ahnung. Das wirst du dann sehen. So, also auf jeden Fall bauen wir jetzt. Oh, ich bin gespannt. Mir geht übelst einer. Usua Bestman 123 hat mich bei Chemcode gefollowt. Das ist natürlich ziemlich geil. Das Kacke ist halt echt, dass die Bayern halt extrem viel Platz wecken, muss man dazu sagen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es vielleicht nicht einfach ein bisschen besser wäre, wenn man die. Wirklich eher hintereinander baut, wenn die Beine. Oder wenn man halt wirklich nur zwei Beine baut. Aber zwei Beine sind irgendwie zum Standard. Und vielleicht auch eher das Gerüst. Ich kann mir aber vielleicht wieder mal. Ich kann dir sagen, ich liebe dieses Spiel, ich liebe es einfach nur. So. Ne, das sieht auch mal, das ist perfekt. Dann baue ich das nämlich hier raus. Zack. Ach, stopp mal, ach, ich bin auch blöd. Klar, einfach so. Eigentlich sehr effektiv. Nutzt man das einfach auch als Plateau mit. Das ist natürlich schon hoch. Oh, das ist cool, du kannst jetzt von oben auch angucken, dann siehst du schön, dass es alles passt oder halt nicht. Oh, gut, sehr gut, dass es halbwegs symmetrisch ist. Jetzt soll das natürlich wirklich auch symmetrisch sein, sonst würde es nicht scheiße aussehen. Scheint zu passen. So, das heißt, ich baue jetzt hier erstmal, als allererst baue ich jetzt hier erstmal alles, was ich sozusagen brauche, halt drauf, damit ich dann nicht irgendwie später das Problem bekomme, dass ich irgendwie nicht mal genügend Stuff am Start habe. Jetzt kann ich noch nicht lenken, jetzt muss ich noch die Steering Wheels. Das müssen wir aber dann irgendwie halbwegs schnell rausschneiden, weil es nervt ja sonst übel. Ja, klar, das schon. So, also ich denke, ich habe schon mal den Korpus, habe ich soweit schon mal fertig. Und dann übelst die Knarren ran. Und hier diesen Sitz. Special, also was brauchen wir jetzt? Wir brauchen auf jeden Fall so einen Special-Fahrersitz, klar? Genau, einen Fahrersitz. Ich glaube, das ist aber auch das Einzige, was du unbedingt. Genau, ja, einen Fahrersitz brauchst du. Und vielleicht eine Waffe wäre auch irgendwie so, vielleicht ein Schauer. Aber ansonsten, glaube ich, brauchst du nicht mal zwingenderweise irgendwas. So. So. Radar? Nee, okay, und das hat man auch alles nicht. Boah, ist das, ey, es ist einfach nur geil. Die Radar hat man noch nicht. Na, da hast du noch kein Radar. Gib aber, wo kriegst du das schon angezeigt im Shop oder was? Ja klar, was kriegst du gar nicht so viel angezeigt im Shop? Nee, also ich krieg nur die Sachen da, die ich auch bauen kann. Okay, nee, bei mir zeigt er alles an. Aber ich kann halt noch nicht alles bauen. Ja, ich glaube, ich pack das bei mir ein bisschen um, weil ich hab ja auch eigentlich schon was freigeschaltet, aber das ist ja halt noch nicht. Ja, das ist, also wie gesagt, ich kann mir halt gut vorstellen, dass es halt wirklich an den. Dass es halt wirklich an den Sachen liegt, dass ich halt diesen Presse-Account habe und nicht. Weil ich hab Enemy Radar ja schon freigeschaltet. Ich bin halt relativ dabei, ich wurde jetzt ein Testrobot. Bin mal richtig gespannt. Oh, er zeigt mir jetzt ein Ranking an und sagt 808. Das sieht ja gar nicht mal schlecht aus, ich schon mal drei. Oh, was macht er denn? Hm? Nee, das geht gar nicht. Ein Razor-Ding hier rum, oder was? Ich weiß nicht, was er macht, Razor, aber irgendwie ist das falsch, mir das klingt gar nicht so. Das läuft bei Usa, würde ich sagen. Das ist ein Robot Razor, einfach mal eben hier rum. Also ich kann Donuts damit machen, ja, das war's aber auch. Nee, das war total nötig. Okay. Ja. Und, wo ist Diziax? Nein! Ja. Doch, doch, wir sind in einem. Du bist ganz unten bei mir. Und wo bist du? Ah, da. Ja, doch, so. Stimmt. Ja, hab ich nicht gesehen, echt nicht. So. Du bist. Wo bist du? Ah, da. Oh, Alter, bist du übel groß? Ja, ich raise immer so richtig hart. Guck mal, wie klein ich bin vor dir. Lol, what the fuck? Ich bin so der Minimalist und eher so hier. Nee, aber ich glaube, du hast einfach das Problem, du musst halt wirklich gucken, bis dein Pilot geschützt wird, weil wenn der jetzt, glaube ich, halt einmal getroffen wird, ist er direkt weg. Ja, ich probiere aber erstmal so ganz easy. Guck mal, drück mal Leertaste. Passiert nichts. Guck mal bei mir. Guckst du, siehst du mich? Ja. Ach so, springen. Hm. Das ist halt, glaube ich, noch ganz cool. Aber ich finde es halt mega geil, dass die halt, dass man merkt, die sind schon, guck mal, der ist auch schon viel zurückhaltender, der andere Gegner, der andere, der hier bei uns spielt. Das sind nicht so eine Draufgänger. Jetzt Achtung, ich jump jetzt einfach auf den drauf. Rein. Wow. Oh nein, ich falle hier runter, bin ich jetzt tot? Oh, lol, Alter, das ist so close. Ruhe, 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 jetzt gehen die gleich hier los bei uns. Ah, da unten, ich sehe sie schon, ich glaube schon reingehen. Was? Ich war ein One-Hit. Da kommt so ein Panzer zu euch hoch. Enjoy den. Da kommt jetzt einer. Guck oh da. Yeah. Alter, tschüss. Was ist mit ihm kaputt gegangen? Ja, der hat mich auch übel weggerasert instant. Alter. Back to Garage, oder? Ja, auf jeden. Alter hat er uns richtig zum Clown gemacht. So, ich bin back. Jo, back in town. Halt. Ich frag mich echt nicht, weil ich hab ja schon, ich bin jetzt Level 2 und hab ja neue Sachen, ja? Ja. Aber wo kann ich die denn, okay, hier ist jetzt Enemy Radar. Aber ich hab auch eine neue Kanone. Ah, ne, hier. Was ist das? Vector Forces in Forward Facing Direction. Hi. Ah, jetzt kommt der. Was ist das? Ich weiß nicht ganz genau. Ach, ich hab null davon, hä? Ja, genau. Du musst halt oben aufgucken, ob du halt was davon hast, genau. Ja, aber wie bekomm ich denn was davon? Ja, bestimmt nach und nach von kaufen und sowas, weißt du? Also ich hab jetzt schon mal, war jetzt schon mal clever und ich hab jetzt nicht mehr dieses Light. Ah! Ah! Ich hab nicht Light Chassis Cubes genommen, sondern jetzt schon mal Heavy. Ah, jetzt hab ich's gecheckt. Ich check jetzt, wie's geht. Cool. Nee, doch nicht. Man, ich bräuchte halt echt auch mal so ein Presseding. Ja, nee, jetzt Spaß. Kannst du mir mal schnell die E-Mail davon geben? Nehm ich ja nach, ja. Nee, gib's jetzt mal schnell. Ist es ein Code oder was ist das dann? Ja, die haben mir Zugangscode halt gesendet. Also mein Name halt und dann ein Code dazu. Wie ne, was ich mach? Du hast dich ja mit Diziax noch irgendwas angemeldet. Mhm. Und die haben mir halt einen Code direkt geschickt. Weil die Frage ist,
Und dann konnte ich weiß noch, dass ich hier irgendwo einen Enter-Code, gib mal schnell den Code, ohne Spaß jetzt. Wie viele Skins, wir haben ja beides zusammengegeben, ja, aber schick mal den Code. Du musst sagen, hier, big surprise, big thanks to Husua. He made me addicted to this game. Ja, nee, schreibt dir einfach, hey, a good friend of mine told me that Robocraft is a really nice game, I want to start making videos. Okay, two, I heard that he got a promotion code, and I wanted to ask if it's possible to get some blah blah blah. So, ja, mach ich gleich, sonst ist die Aufnahme gesprengt. Okay. So. Mhm. Bist du fertig? Ich hab mein Klohäuschen jetzt gleich fertig. Also ich glaube, jetzt haben wir echt gar nichts gemacht. Also ich glaube, jetzt ist meiner gar nicht mehr so verkehrt. Ich habe einen Cube gebaut. Mhm. Da baue ich jetzt noch Räder dran. Guck mal, welche Räder ich alle baue. Ja, ich kann halt auch nur die ganz normalen Räder bauen. Ah doch, Caterpillar Track. Ich guck grad mal, ob ich deine Beinchen bauen kann. Mhm. Deine kann ich zum Beispiel nicht bauen. Hä? Doch, 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 Mechleck. Ja, okay. Hm. Oh, die sind ja so riesig big. Ja, die sind schon relativ. Die sind schon ziemlich groß, ja. Nee, das ist nicht zu groß. So, und dann noch hinten noch ein. Wie weit bist du? Hm? Wie weit bist du? Kann los. Moment. Hast du einen Knarren gedacht, ja? Ja. Nee. Moment, ich komm hier oben noch kurz Knarren rauf und dann mach ich das. Warte, das ist ziemlich harte Ware. So, Y? Ja, genau. So ist nice. Also jetzt mal Schluss mit Kindergarten. Jetzt mal richtig Schluss mit Kindergarten. Weiß ich mich jetzt echt gerade, was sind diese Reifen hier? Also, das ist das. Hä? Tja? Nee, der ist verkehrt rum. Genau, dass ich schön nach vorne schießen kann. Was kann ich denn? Was ist das denn jetzt hier? Ach, Turbinen! Natürlich, logisch, Alter, logisch. Wie geht das? Ja, what the fuck, Alter? Kann ich ein Raumschiff bauen jetzt, oder was? Warte mal, Select Robot. Satz 3 hier. So, los geht's. Los, eine Sekunde noch. Okay, Drive Robot. Team Deathmatch. Ich muss das ausprobieren. Gut, so nice. Was heißt, was ist denn plus 30%? Alter? Ja, du hast, genau, du hast sogar, ja, auch plus 30, genau. Lol, was hast denn du für Waffen da drin? Also du hast ja auch nur die normalen. Ja, also ich, also die, wie der uns eben gerasert hat, der eine, ich hab da... Der war ziemlich hardcore. Heavy Tank heißt der, okay. Tank, also vor denen habe ich oh, echt... Oh, Lust, ne? Ich hab erstmal richtig Power. Lol. Allahu Akbar. Lol, guck mal den daneben dir an. Was ist das für einer? Siehst du den? Nicht guck mal, mehr. Aber was das geil ist, guck mal, kannst du hier auch hoch? Mal hinter dich. Chill eine Runde, wir müssen den Gegner kriegen. Ah, ey, da ist eine Flagge. Warte. Dann lass mal zu der Flagge hin. Vielleicht muss man nur die Flagge. The flag, oder genau, was? Genau, vielleicht muss man nur die Flagge kaputt machen. Warte, chill mal gut so, warte mal ein bisschen auf mich. Ich bin gerade im Berg da hoch gerasert. Oh, ich sehe schon da vorne wieder bei dir Feuer. Passt auf. Ich gehe es ja lieber ein bisschen entspannter an. Du raserst da direkt. Warte mal, guck mal, guck mal. Was man halt, glaube ich, machen kann, wenn man jetzt ein Bein vorne dran hätte, den, da könnte man die Wände, glaube ich, hochfahren. Ja, aber dann ist in der Zwischenzeit, wirst du schon längst von jemand anderem gekillt, weißt du? Aber jetzt warte mal kurz, du Razor. Alter, hat der mich richtig... Ey, das ist garantiert wieder der... Ja klar, das ist doch garantiert wieder der Tank. Natürlich, klar ist der das. Oh, fuck. Ja, er hat gebotten. My friend. Ach, du Kacke. Komm mir mal kurz zu. Alter! Was ist das? Ja, er ist ein total kranker Boom. Alter, ja, dagegen hast du halt wirklich null Chance. Gegen den Typ. Alex Foster, was hat denn der für Sachen, Alter, der Razor? Guck mal, da fliegt einer rum. Der kackt übel ab. Gut, also gegen die scheinen wir noch nicht so wirklich eine Chance zu haben. Lass mal gucken, ob wir eventuell nur zu zweit gegen spielen können. So, dann machen wir jetzt erstmal hier einen Cut. Ich genau. Hoffe, es hat euch gefallen. So ein wildes Durcheinander, aber... ja, also ich fand's halt mega geil. Irgendwie, weil, ja... Das war schon ist ziemlich geil. So? Also das haut schon ordentlich rein. Das war's von uns. Ja, stay tuned. Das war's, Leute.